So, jetzt. Ja, das Bild heißt Geliebter Jan Vermeer. Und das ist der Rahmen, den muss ich jetzt versilbern. Moment, muss mir. Ja, machen wir den. Da mache ich eine Anlegemilch Milch jetzt drauf, damit dann das Blatt Silber haftet. Jetzt müssen wir mal schauen, so, was haben wir denn? Oh. Auch auf ist diese Anlegemilch noch okay. So, hier ist schon wo ist das Pinsel da? Ah ja, geht. Die spielen im Hintergrund. Kennst du die Yardbirds? Eine gute Band, oh ja, die gehören. Die gehören auch zu meinem, zusammen zu meinem, musikalischen Göttern, oder? Jimi Hendrix natürlich und Eric Clapton und Jeff Beck. Jeff Beck, oh yeah. So, also das kann ich schon. Ja, der Mixton, der Mixton. Der Mixton, der muss. Der muss dann trocknen, dass er dann das Ding noch das Silber hält. So. Jazz Federation in Georgia, and we became his backing band. We were English white kids, we'd never played with the real kids, we only really had it on record, and to play with this guy and go on and make an album with him was just an extraordinary, extraordinary experience. The people in the band, I mean Jim, Keith, myself, I think we started to, you know, have many ideas about arrangements and areas of music we wanted to pursue. And when Ronnie Beck, the music publisher, came along with Love, we felt it was a really great song that we could interpret what we felt. And you know, there was a magic about recording that song. I mean, there was an air in the studio of excitement from the word go. We just felt absolutely Eric had other ideas. This is our Uber. After this Blood Silver, the must my own person show me. The dreamer, I'll show you. The idea of doing For Your Love, I don't think you really. For Your Love, For Your Love. Do 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 do. Yeah, that's it. Oh, yeah. For your love. And we had no lead guitar player, which is an interesting position to be in. We had to fill that position very, very quickly. And I just thought that maybe we could get Jimmy Page. Because Jimmy Page was like the hottest session man,
Georgia, I knew Jimmy, and he asked Jimmy if he'd join the band. But at the time, Jimmy was so busy doing sessions, he said, well, he wasn't really into joining the live band. He said, well, why don't you try one of my understudies, a guy called Jeff Beck. I went down to see Jeff. Der Jeff Beck, ja, hat bei den Yardbirds gespielt. Und Eric Clapton auch. Ja, riesige Gitarrengötter, die noch leben. Jimi Hendrix hat uns ja leider um 27 Jahren verlassen, Charlie. Ich habe 1969 einen Gesang im Deutschen Museum live mit seiner Experience auch. Und sind das gehört natürlich zu den großen Momenten in meinem Leben. Ich war so entsetzt wie Jimi Hendrix, weil er so jung gestorben ist. Das habe ich einfach nicht fassen können. So. Ich glaube, es ist über das Draufraumlegeöl, von ich, weil sonst fällt es nicht über. Ohne nur noch ein bisschen. So. Also, mit heißem Wasser mache ich jetzt diesen Kleber. Das ist ja praktisch so ein Kleber. Da. Jetzt machen wir meinen Kameraschwenk für euch, liebe Zuschauer. Ja, da, der schaut Eric Clapton. Ja, in den frühen Jahren hat ein Fan, Jeff Beck, Aber ich erinnere mich so gern natürlich an Jimi Hendrix, an Experience im Deutschen Museum. 19 Jahre war ich alt. Boah, ich bin leider ziemlich weit hinten gesessen. Es schaut, dass ich ja jetzt, wenn er lieben würde, ich würde mich ganz vorn setzen. Ich würde versuchen, zu ihm hinzugehen, aber das haben wir damals nicht gewagt. Ja. Wow. So ist das irgendwie, gell? Jetzt machen wir mal den Song in meiner Küche und harren der Dinge mit dem Anlegeöl an der Klappe.